So, ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Tag. Ja, hallo. Wir nähern uns ja langsam dem Semester, des Semesters Ende zu. Wir haben jetzt noch zwei Vorlesungstermine, einschließlich heute. Und wir haben uns letzte Woche mit dem Thema Kreise beschäftigt. Das sehen Sie hier im Inhaltsverzeichnis nochmal in Kapitel 10. Und ich habe das schon mal angekündigt, aufgrund von Zeitgründen lassen wir Kapitel 12 weg, sodass wir heute dann schon mit Kapitel 11 anfangen, was gleichzeitig das letzte Kapitel ist und im Wesentlichen heute und morgen, heute und nächste Woche die Vorlesung einnehmen wird. Aber als allererstes will ich noch mal kurz zum Thema Kreise zurück, wo wir letzte Woche gewesen sind, ja? Und zwar die Strecken am Kreis. Wo wir schon ein paar Mal drüber geredet haben und was wahrscheinlich allen klar ist, der Durchmesser eines Kreises ist das Doppelte des Radius. Der Radius ist die Hälfte des Durchmessers. Aber es gibt noch andere wichtige Strecken im Kreis. Welche kennen Sie? Wir haben den Durchmesser, wir haben den Radius. Wie kann eine Strecke noch im Verhältnis zu einem Kreis liegen? Welche lagebeschreibenden Begriffe gibt es da noch? Ein Kreisbogen, okay, ja, der Bogen selber. Wenn wir jetzt nur gerade Strecken nehmen, was gibt es da? Also irgendeine gerade Strecke oder auch eine Gerade im Verhältnis zu einem Kreis. Eine Kreissehne. Eine Kreissehne, genau, das haben wir auch noch. Und eine Gerade, wie nennen wir die, wenn die gar nichts mit dem Kreis oder so zu tun hat? Passante, genau. Was kann noch der Fall sein? Wir haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Ja, eine Tangente, genau, ist auch eine Gerade. Okay. Und was gibt es noch? Machen wir es zu Ende. Einen Begriff habe ich noch im Kopf. Ne, genau, eine Sekante, wenn quasi der Kreis von einer Gerade zweimal geschnitten wird. Hier haben wir die ersten paar Begriffe mal sortiert, also der Mittelpunkt, der Radius, der Durchmesser und eine Sehne ist einfach jede Strecke, die irgendwo den Kreis in irgendeiner Form schneidet, so wie hier. Die anderen Begriffe habe ich ja auch noch mal kurz sortiert. Eben eine Sekante, eine Passante und eine Tangente. Die besondere Eigenschaft von der Tangente, wir wiederholen schon mal so ein bisschen für die Klausur, haben wir auch irgendwann vor zwei Wochen, glaube ich, mal drüber geredet. Wer kann es noch sagen, wie kann man die Tangente zum Kreis mathematisch genauer beschreiben? Okay, die berührt in einem Punkt, das haben wir gerade schon gesagt, aber was kann die noch? Wenn Sie einen Beweis führen müssten und hätten an irgendeiner Stelle gegeben, dass irgendeine gerade Tangente ist, was dürften Sie dann ausnutzen? Ja. Ich habe den letzten Teil akustisch nicht richtig verstanden, aber wahrscheinlich haben Sie, sagen Sie es aber nochmal. Genau, ne? Im 90 Grad oder im rechten Winkel. Das können wir uns also schon mal als Merkzettel irgendwie notieren. Ist immer mal hilfreich im Beweisen, wenn man diese Informationen dann parat hat. Ja, jetzt will ich im letzten Teil dieses Kreiskapitels mit Ihnen noch kurz drei verschiedene Situationen diskutieren, die jeweils auf einen Satz führen. Und zwar, wenn wir verschiedene Geraden haben, dann können die eben, wie gesagt, Sekanten sein, die können aber auch Tangenten sein. Und je nachdem, in welcher Konstellation zwei Geraden zu einem Kreis stehen, kann man unterschiedliche Sätze formulieren. Der erste ist der sogenannte Sekantensatz. Der Name sagt schon, jetzt geht es gerade mal um Sekanten. Und wir haben die folgende Situation. Ich habe Ihnen direkt eine Skizze dazu mitgebracht. Wir haben einfach irgendeinen Kreis gegeben, sowie zwei Geraden G und H, die bitte beide Sekanten sein sollen. Entsprechend schneidet jede dieser Geraden den Kreis zweimal. Die Punkte habe ich A, B bzw. C, D genannt. Und wenn das so der Fall ist, dann gilt diese nette Gleichung hier, dass die Strecke ZA mal ZB das gleiche ist wie die Strecke ZC mal CD. Das heißt, wenn wir uns die eine Sekante angucken, G, dann ist diese Strecke ZA mal ZB, also diese beiden Längen, sollen das gleiche sein, sagt der Satz, wie die Strecke von ZC zu genau, von ZC zu CD. Ja, wichtig noch, Z ist der Schnittpunkt. Wenn wir zwei Sekanten haben,
Wenn die nicht parallel sind, das ist noch eine Bedingung, dann werden die sich irgendwo entsprechend außerhalb des Kreises schneiden. Das ist der Punkt Z. Das kann an manchen Stellen mal im Beweisen hilfreich sein, wenn man diesen Satz als kleines Tool zur Verfügung hat. Und deswegen will ich mit Ihnen noch mal ganz kurz auf den Beweis schauen, weil wir da auch noch mal ein bisschen üben können, wie man einen Ähnlichkeitsbeweis führt. Ich habe mal eine kleine Skizze vorgelegt und man hat ja nicht so schrecklich viele Punkte gegeben. Man hat A, B, C, D und Z. Und wenn man jetzt überlegt, wie man das beweisen könnte, und man hat vielleicht den Tipp schon gegeben, dass es sich, so wie ich das gerade gesagt habe, um einen Ähnlichkeitsbeweis handeln soll, dann kann man versuchen, da Dreiecke einzuzeichnen, von denen man die Vermutung hat, die könnten ähnlich sein. Also bis auf die Größe genau die gleichen Dreiecke sein. Und die konkrete Idee, die dann jetzt hier im Hintergrund liegt, weil man kann es ja schon so grob erahnen, die könnten sogar auf den ersten Blick kongruent sein, die ich da eingezeichnet habe, sind aber nur ähnlich, werden wir nachher sehen. Die Idee zeige also, dass dieses Dreieck ZDA, also ZDA, das Grüne, ja, und das Dreieck ZCB, ZCB, das Braune, dass die ähnlich sind. Wir kennen eigentlich nur einen richtigen Ähnlichkeitssatz, mit dem wir oft argumentiert haben. Welcher ist das? WWW, ne? Also wenn alle Winkel gleich groß sind. Ja, versuchen wir das mal hier. Wer findet schon mal den ersten Winkel, der auf jeden Fall in beiden Dreiecken enthalten ist und gleich groß? Jo. Bei Z der Winkel, ne? Der ist in beiden Dreiecken drin, also muss er derselbe sein. Genau, das haben wir schon mal. So, wenn wir jetzt zum Beispiel noch zeigen könnten, dass wenn Beta und Delta, habe ich nicht eingezeichnet, aber ich meine den bei B, Beta, und den bei D, Delta, wenn die gleich groß wären, dann bekämen wir den dritten Winkel direkt geschenkt über die Innenwinkelsumme. Ja, wenn Sie zwei Winkel von einem Dreieck haben, dann kennen Sie automatisch den dritten. Wenn Sie wissen, dass wenn Sie zwei Dreiecke haben und zwei Winkel sind paarweise gleich groß, dann kriegen Sie auch den dritten in beiden geschenkt und die sind auch gleich groß. Anders geht es ja gar nicht wegen der Innenwinkelsumme. Ja, jetzt ist die Frage, warum könnte B, also der Winkel bei B und der Winkel bei D, wieso könnten die gleich groß sein? Schauen Sie mal geschult hin. Vielleicht kommt jemand drauf. Es hat was mit einem Satz zu tun, mit dem wir uns viel beschäftigt haben vor 2 Wochen oder so oder 3. Wegen dem Umfangswinkelsatz, genau. Welche Sehne haben Sie genommen für den Umfangswinkelsatz? AC. Also wir haben hier eine kleine Sehne, die man hier einzeichnen kann, das Ding. Und jetzt erinnern Sie sich, wenn wir so eine Sehne haben und einen dritten Punkt, der auf der Kreislinie liegt, also zum Beispiel B. Und wenn Sie, das habe ich hier vorne mit T1 Bayer vorgemacht, und wenn Sie jetzt quasi mental mal an B ziehen würden und den hier über die Kreislinie führen würden, bis darunter, dann hätten Sie den Winkel. Und wir haben gesagt, nach dem Umfangswinkelsatz sind die Dinger immer gleich groß. Ja, das war diese Verallgemeinerung des Thales-Satzes, wenn man so will. Also, wenn wir den Umfangswinkelsatz hier anwenden, über diese Sehne AC, wie Sie sagen, dann erhalten wir daraus, dass auch Beta und Delta, also die Winkel bei B und D, gleich groß sind. Ja gut, und dann haben wir es. Ne? Dann haben wir wegen dem Umfangswinkelsatz 2 gleiche Winkel, dann haben wir wegen, weil sie in beiden Dreiecken vorkommen, 2 gleiche Winkel und mit der Innenwinkelsumme 3 gleiche Winkel. Also sind beide Dreiecke ähnlich. So, und jetzt passiert gar nicht mehr so schrecklich viel. Jetzt weiß ich ja, dass ich Verhältnis- oder Teilverhältnisgleichheit habe, wenn zwei Objekte ähnlich sind, wenn ich in der Ähnlichkeitsabbildung zum Beispiel in der zentrischen Streckung unterwegs bin. Das heißt, ich kann auch einfach sagen, dass diese Längenverhältnisse gleich sind, weil die sich sozusagen entsprechen. Wenn wir die Länge ZA, also diese hier, ist Teil des grünen Dreiecks, hier diese kurze Seite des grünen Dreiecks, und die Länge ZC miteinander vergleichen, also ZA zu ZC, die ist ja Teil des braunen Dreiecks, ja, dann ist es dasselbe, als wenn ich die Strecke von ZD zu ZB nehme. Einfach wegen der Ähnlichkeit. Ja, das ist diese Verhältnisgleichheit, die dahinter steckt, die Teilverhältnisgleichheit.
bei Ähnlichkeitsabbildung. Okay, und jetzt habe ich nur noch einen einzigen Schritt. Sehen Sie es, wie ich auf diese Gleichung komme? Einfach nur noch umformen. Ja, also wenn ich jetzt das ZB rüber multipliziere auf die eine Seite und das ZC auf die andere Seite, dann habe ich genau die Gleichung, die gerade im Satz stand. Also das quasi ZA mal ZB, weil diese Strecke dasselbe ist wie ZC mal ZD. Und der Beweis ist soweit fertig. Also hier nochmal ein Beispiel für einen Ähnlichkeitssatz, der im Wesentlichen darauf beruht, dass man zwei Dreiecke findet, die ähnlich sind. Das zeigt man mit www. Da drin steckte der Umfangswinkelsatz, um das zu zeigen, als kleiner Teilbaustein. Und dann nutzt man die Eigenschaften von zwei ähnlichen Figuren aus, dass man eben die jeweils zueinander, ich komme sofort zu Ihnen, zueinander zugehörigen Strecken im Verhältnis setzen kann und diese Verhältnisse immer gleich sind. Bitte. Könnten Sie, also Sie meinen, wenn Sie ZB durch ZD machen und ZC durch ZA, oder? Ja, also nee, warum ist also ZA durch ZC, warum ist nicht ZA und ZB beide? Weil das, also, weil diese Variante, wenn man es so macht, führt es natürlich sofort zu dieser Gleichung. Und dass diese Variante stimmt, können wir uns nochmal so vergegenwärtigen. Wenn wir hier das grüne Dreieck haben, diese kurze Seite ZA zur anderen kurzen Seite, nämlich zu dem, ja, ist das gleiche wie diese beiden langen Seiten, ZD zu ZB. Also immer wenn Sie quasi eine Ähnlichkeitsabbildung haben, und Sie können sich das so vorstellen, es gibt ja quasi irgendwo eine Ähnlichkeitsabbildung, die zum Beispiel dieses grüne auf das braune Dreieck abbildet. Ja? Und immer wenn Sie so eine Ähnlichkeitsabbildung haben, dann wäre quasi das Bild unter dieser Abbildung von ZD, ZB und das Bild unter der Abbildung von ZA wäre ZC. Nee, andersrum. Nein, doch, genau richtig, sorry. ZA wäre ZC, ja? Wenn Sie aus dem grünen das braune Dreieck abbilden würden. Sie können es auch andersrum machen. Ja? Und dann haben Sie quasi, setzen Sie einfach die Bildstrecke in Verhältnis zur Urbildstrecke und dann ist es fertig. Okay? Man kann auch andere Verhältnisgleichungen bilden. Aber das ist hier sozusagen ein klein bisschen ästhetischer, weil sie dann in einem Schritt sofort zu der Gleichung sind, die der Satz sagt, die man haben möchte. Okay, gerne. Okay, ich habe versprochen, es gibt drei Stück. Das nächste ist der Sekanten-Tangentensatz. Der sieht erstmal sehr ähnlich aus. Und wie der Name schon sagt, haben wir jetzt nicht mehr zwei Sekanten, die wir miteinander irgendwie verwursteln, sondern eine Sekante und eine Tangente. Die Skizze sieht also so aus. Der Satz ist quasi im Wesentlichen Copy-Paste, außer dass am Ende eine andere Gleichung steht. Wir haben erstmal eine Tangente, das soll h sein, und eine Gerade, die Sekante des Kreises ist, das soll g sein. Entsprechend gibt es zwei Schnittpunkte, a und b. Und die schneiden sich außerhalb des Kreises in einem Punkt z. Und jetzt folgt wieder eine Gleichung daraus, so wie gerade. Gerade hatten wir ZA mal ZB ist gleich ZC mal ZD. Das gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen steht jetzt ZA mal ZB, also der Teil ist quasi geblieben. Und ZE zum Quadrat. Also die Länge von ZE mal die Länge von ZE. Das ist quasi der kleine Unterschied. Und der Satz ist vor allem auch wegen seines Beweises interessant, weil man mal sieht, wie etwas zueinander konvergiert, wie zwei Zustände ineinander übergehen. Und das zeige ich Ihnen ganz kurz anhand dieses Beweises. Wir schauen uns nochmal diesen Sekantensatz von gerade an. Das ist die Skizze zum Sekantentangentensatz, unverändert. Und wenn ich jetzt beide Sätze mal miteinander kombiniere, dann habe ich zwei Sekanten und eine Sekante und eine Tangente hier drin. Jetzt wissen wir ja schon, für diese Sekante und für die andere Sekante, also für g und diese umbenannte Sekante, gilt auf jeden Fall die Gleichung, die wir gerade bewiesen haben, aus dem Sekantensatz. Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Könnten wir eigentlich wieder ganz schön mit Tier 1 Bayer machen, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Aber wir machen mal Folgendes. Sie nehmen mal mental diese Sekante und drehen die etwas weiter um z nach unten.
dann würden Sie zum Beispiel diese Sekante kriegen. Ja, einfach so ein bisschen runterziehen, die Schnittpunkte wandern entlang des Kreises. Und für die gilt natürlich immer noch die gleiche Gleichung, nur mit dem Punkt und dem Punkt. Ja, da können Sie natürlich auch wieder den Sekantensatz anwenden. Und jetzt machen wir das nochmal weiter. Ja, dann rücken die immer näher zusammen. Und wenn Sie das immer weiter um z drehen, dann rückt das immer näher zusammen, bis Sie irgendwann den Zustand haben, dass diese Sekante nur noch eine Tangente ist. Und die beiden Punkte liegen genau aufeinander, die beiden Schnittpunkte. Das heißt, wenn man das so wie beschrieben dreht, dann fallen C und D, also diese Punkte hier, beide in diesem Berührpunkt E zusammen. Das heißt, ich habe nicht mehr ZC hier in dem Satz mal ZD, sondern ich habe da plötzlich ZE mal ZE, weil beide Punkte in einem Berührpunkt zusammengefallen sind. So kann man sich das vorstellen, diese beiden Zustände gehen ineinander über. Eine Sekante wird eben immer mehr zu einer Tangente, bis sie dann irgendwann ganz Tangente ist. Und dann können wir den Satz sozusagen uns so vorstellen. Ja, und das ist genau die Gleichung, die wir da gerade in dem Sekanten-Tangentensatz drin stehen hatten. Okay. Einen dritten habe ich noch. Sorry, dass ich das so runterbete, ich will mich aber gar nicht so lange damit mehr aufhalten, weil es eben gleich nochmal um die Körper gehen soll und die sind, glaube ich, noch ein bisschen spannender. Also, noch eine andere Situation. Der heißt deswegen Sehnensatz, weil es jetzt um Sehnen indirekt geht. Wir haben wieder die gleiche Situation wie beim Sekantensatz, nur jetzt sind die beiden Sekanten so situiert, dass sie sich nicht mehr in einem Punkt Z außerhalb des Kreises schneiden, sondern jetzt in einem Punkt Z innerhalb des Kreises. Und hier passiert eigentlich auch nichts großartig Unerwartetes. Das Interessante ist, dass diese Gleichung genauso gilt. Ja? Sie haben also wieder die Strecke von ZA mal ZB ist dann das gleiche wie die Strecke von ZC mal die Strecke ZD. Der Beweis funktioniert ganz ähnlich, deswegen will ich gar nicht im Detail darauf eingehen. Genau. Sehnensatz heißt da deswegen, weil wir hier dadurch, dass wir die Sekanten jetzt hier so gebildet haben, vier Sehnen haben, die so ein Sehnenviereck bilden. Ja, also diese und diese Sehne bilden zusammen so ein Sehnenviereck, also ein Viereck, das einen Umkreis hat. Ja, und da rührt dieser Name her. Okay, das waren die drei Sätze. Erste Situation, beide Sekanten schneiden sich außerhalb des Kreises. Zweite Situation, eine Sekante und eine Tangente schneiden sich außerhalb des Kreises. Dritte Situation, beide Sekanten schneiden sich innerhalb des Kreises. Und im Wesentlichen gilt immer die gleiche Gleichung am Ende, beziehungsweise in der zweiten Situation fallen eben diese beiden Punkte zum Berührpunkt E zusammen. Ja. Das war's mit dem Teilabschnitt Römisch 3. Und jetzt würde ich, wie gerade schon angekündigt, mich mit Ihnen der Raumgeometrie zuwenden. Ja, wir hatten ja ganz am Anfang haben wir so eine Einführung gemacht, dann haben wir uns viel mit der Abbildungsgeometrie beschäftigt, dann haben wir uns mit einer Geometrie im zweidimensionalen Raum beschäftigt, mit Flächen und Figuren, mit Vierecken, Dreiecken, allgemein Polytopen, also N-Ecken, und jetzt machen wir es räumlich. Und da eben Körper. Aber wenn wir über Raum reden, dann brauchen wir erstmal so einen Raumbegriff. Müssen wir erstmal klären, was der Raum sein soll. Praktischerweise sind wir gerade in einem Raum. Das kann man sich also ganz gut irgendwie vorstellen. Und ich glaube, diese natürliche Vorstellung ist schon eine ganz sinnvolle. Also wenn ich jetzt von Raum rede, dann meine ich immer den dreidimensionalen Raum. Man könnte das Ganze halt auch vierdimensional, fünfdimensional oder was betreiben. Aber das lässt sich halt schwer vorstellen. Okay. In Anlehnung an diese euklidische Ebene sprechen wir auch vom euklidischen Raum. Wissen Sie eigentlich, wenn Sie sich das so vorstellen, ja, wie viele Dimensionen hat der Raum, in dem wir gerade sind? Was würden Sie sagen? Also Ihr normaler Lebensraum oder dieser Raum, in dem wir gerade sind, bitte. Also ich würde jetzt vermuten, vier. Vier, okay, ja. Genau, also Sie sind ja nicht den ganzen Tag hier, also richtig müssen wir unterscheiden
zu welcher Zeit wir das Ganze betrachten. Wenn wir jetzt nur die Raumdimension nehmen, ist das Teil ja erstmal nach der üblichen Vorstellung dreidimensional. Unser Lebensraum ist quasi dreidimensional. Was denken Sie, was würde, wenn er das könnte, ein Käfer auf diese Frage beantworten? Was würde ein Käfer sagen? Wie vieldimensional ist sein Lebensraum? Ein Käfer, der auf einem Blatt haust. Oder sogar eine Blattlaus, die immer nur auf dem gleichen Blatt sitzt. Ja, die würde wahrscheinlich sagen, mein Lebensraum ist zweidimensional. Ja, ich bewege mich ja nie in der Höhe. Sie tun das, sie gehen hier die Treppen hoch, sie können einen Flug buchen, nach Mallorca fliegen, dann sind sie auch in einer anderen Höhe unterwegs. Ja, der Käfer, wenn er nicht denn fliegt, macht das erstmal nicht. Also das ist erstmal unsere Wahrnehmung. Und wir wissen tatsächlich schon, dass unsere Wahrnehmung da, vielleicht haben Sie mal auf Phoenix oder auf NTV oder sonst wo eine Doku über Raum und das All gesehen. Ja, man hört immer wieder, eigentlich muss man das Ganze als Raumzeit denken. Es gibt auch sowas wie Raumkrümmungen. Und dieser Raum, wie wir uns ihn sozusagen naiv vorstellen, existiert so in der Form eigentlich nicht, weil diese Konzepte sozusagen schon wissenschaftlich überholt sind. Aber wenn ich jetzt von Raum rede, dann meine ich ihn erstmal genauso, wie Sie sich den vorgestellt haben. Ja, wir haben ja letzte Woche eine Flächenfunktion aufgestellt. Und weil ich jetzt mit Ihnen über Körper reden will und vor allem auch über das Volumen von Körper mit Ihnen reden will, brauchen wir auch noch eine Volumenfunktion. Die ist erstmal genauso definiert oder sehr ähnlich definiert zu unserer Flächenfunktion. Wir wollen Folgendes. Und zwar wollen wir erstmal, wenn ich irgendeinen Körper mir anschaue, dann will ich, wenn ich mir irgendeinen Punkt anschaue, wenn ich mir irgendeine Strecke anschaue und auch wenn ich mir eine Fläche anschaue, dann sollen die jeweils kein Volumen haben. Letzte Woche haben wir gesagt, eine Strecke und ein Punkt, die sollen keine Fläche haben. Jetzt nehmen wir noch die Flächen mit rein. Die sollen natürlich auch kein Volumen haben, wenn ich einfach nur eine unendlich dünne Fläche habe. Ich will, dass jeder Körper ein positives Volumen hat, sofern er denn ein richtiger Körper ist und richtigen Raum einnimmt. Für alle kongruenten Körper soll das gleiche Volumen gelten. Und sofern Körper sich nicht überlappen, dann sollen die gefälligst auch so sein, dass wenn ich das Volumen von dem einen habe und das von dem anderen, habe ich das Gesamtvolumen. Und wir brauchen wieder einen Normkörper. Da haben wir auch schon drüber geredet. Das war, je nachdem, welche Einheit man rechnet, letzte Mal das Quadratdezimeter, Quadratzentimeter, Quadratmeter. Jetzt können Sie schon denken, was vorkommt. Ein entsprechender Würfel, also ein Würfel, ein Kubikzentimeter, ein Kubikdezimeter, ein Kubikmeter, ein Kubikkilometer und so weiter. Man schätzt das tatsächlich häufig eher so ein bisschen falsch ein, wie groß so ein Kubikmeter eigentlich ist. Aber erstmal Sie noch. Ja, das ist dann ist eine Frage, wie man Körper definiert. Wenn man den Körper jetzt ganz allgemein auffasst und ich möchte, dass quasi auch eine Fläche ein Körper ist, ja, dann ja. Aber wenn man es jetzt so im alltäglichen Sinne auffasst, natürlich nicht. Ja, dann haben wir dann echt größer Null immer stehen. Ja, nochmal zur Erinnerung, was kann man immer heranziehen, wenn man sich vorstellen möchte, wie groß ein Quadratmeter ist? Was war das? Was hat man gesagt? Genau, der Tafelflügel. Wenn Sie sich den jetzt mal als Würfel vorstellen, als eine Würfelseite, dann ist das Teil schon ziemlich groß. Ja, wer hat ein Aquarium zu Hause? Wer hat ein Aquarium bei seinen Eltern, beim Opa oder sonst wo? Sie. Wissen Sie, wie viele Liter da drin sind? Nein, wissen Sie nicht. Okay. Also so eine normale Größe von so einem Aquarium, wenn man sich das so vorstellt, man hat vielleicht eins vor Augen, so ein Ding, da sind vielleicht 200, 300, vielleicht sogar 400 Liter drin. Wenn man das jetzt umrechnet, ja, hat man also nicht mal einen Kubikmeter drin. Ein Kubikmeter ist deutlich größer. Hier habe ich mal einen als Abbildung mitgebracht. Zack, da ist er. Und da steht so ein Junge neben einem Kubikmeter und man sieht, das ist eigentlich schon relativ groß. Ich persönlich verschätze mich immer, wenn ich denke, was ein Kubikmeter ist, ja, dann muss man es eigentlich immer noch ein klein bisschen größer denken. Okay, Sie merken schon, wir versuchen gerade so die ganze Zeit unsere ganzen zweidimensionalen Konzepte, sowas wie die Flächenfunktion, jetzt auf eine Volumenfunktion, in den dreidimensionalen Raum zu übertragen. Und jetzt haben wir auch ganz oft von Polytopen geredet im vorletzten Kapitel. Und jetzt gibt es noch den Begriff Polyeder. Das ist sozusagen die mehrdimensionale Variante oder die dreidimensionale Variante von einem
von einem N-Eck oder auch Vielflächner genannt. Gemeint ist also ein Körper, der ausschließlich von geraden Flächen begrenzt wird. Und hier habe ich noch ein Beispiel mitgebracht, also dieses interessante Gebilde, aber auch sowas wie dieses Teil hier. Aber auch zum Beispiel diese Glasdachkuppel wird aus ganz vielen, man könnte jetzt erstmal sagen, okay, das ist eine Halbkugel, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, die besteht immer aus geraden Fenstern, die in Dreiecksform gebaut sind. Ja? Das heißt, hier haben wir auch ein Polyeder, dessen Außenflächen eben Dreiecke sind. Oder hier in Form verschiedener, umgangssprachlich auch Würfel genannt, geometrisch ist ja nur einer davon Würfel, aber dieser verschiedenen Spielsteine. So was meine ich. Und jetzt fange ich erstmal mit Ihnen an, mit den ganz einfachen. Wir haben gerade schon über den Kubikmeter geredet, über diesen Würfel, ja, also ein Polyeder, wo alle Seiten Vierecke sind, genauer gesagt alle Seiten Quadrate sind, nennt man auch Würfel, das wissen Sie schon. Was ist denn nochmal ein Quader? Vielleicht erstmal dazu. Okay, wenn das Quadrat zum Würfel gehört, welches zweidimensionale Objekt gehört dann zum Quader? Was würden Sie sagen? Das Rechteck, genau. Also wenn Sie so wollen, ein dreidimensionales Rechteck. Ja? Ich habe mal eins mitgebracht, so sieht das ganze Teil aus. Und wenn wir jetzt von dem Ding das Volumen berechnen wollen, dann haben Sie wahrscheinlich noch eine Formel im Kopf, was man machen muss. Wie kriege ich das Volumen von so einem Ding raus, wenn ich A Längeneinheiten Breite habe, B Längeneinheiten Tiefe und C Längeneinheiten Höhe? Hm? Genau, alle miteinander multiplizieren, A mal B mal C. So, wenn man das jetzt macht, dann muss man auf so ein paar verschiedene Sachen achten. Also das Volumen oder der Wert der Volumensfunktion dieses Quaders ist also A mal B mal C mal und jetzt eigentlich, wenn wir ganz streng sind, unseres Normkörpers. Wir haben ja gerade gesagt, wir brauchen wieder irgendwas zum Vergleichen. Das ist zum Beispiel, wenn wir in Metern rechnen, das Kubikmeter. Das heißt, alle diese Längen, wenn die in Meter sind, muss ich dann sozusagen mal des Volumens dieses Normkörpers nehmen. Und der ist eben immer so gebaut, dass das Volumen 1 ergibt. Ja, sodass ich auf diese Formel im alltäglichen Schulkontext auf diese Weise komme. Man muss natürlich noch ein bisschen darauf achten, dass das Ganze zueinander kompatibel ist. Sie sollten also, wenn Sie im Volumen mit Kubikmetern rechnen, dann sollten Sie nach Möglichkeit die Längen in Meter auffassen, die Flächen in Quadratmeter und nicht mit Flächen in Dezimeter Quadrat rechnen, Längen in Meter und das Volumen in Kubikkilometern. Ja, das kommt alles nur durcheinander dann. Okay, ich gehe mal zum nächsten Körper, den ich Ihnen zeigen möchte, das sogenannte Prisma. Das ganze Ding sieht so aus und es ist ein Beispiel für eins von vielen möglichen Prismen. Ein Prisma entsteht durch Parallelverschiebung eines ebenen Polygons, Polygone, also irgendein N-Eck, ein ganz allgemeines N-Eck, entlang einer nicht in dieser Ebene liegenden Geraden im Raum. Sie haben also irgendein N-Eck, kopieren das sozusagen und ziehen das nach oben. Und dazwischen machen Sie diese einzelnen Kanten. Dann kriegen Sie ein Prisma. Jetzt gibt es spezielle Prismen, sogenannte Dreiecksprismen. Das sind die Prismen, die als grundlegendes N-Eck ein Dreieck haben. Ja, und zwar im Idealfall ein rechtwinkliges Dreieck. So sieht das Ganze also aus. Sie haben ein rechtwinkliges Dreieck, was wir dann jetzt Grundfläche nennen. Das wird parallel verschoben im Raum, sodass Sie das da oben nochmal haben. Dazwischen sind gerade Linien und es entsteht entsprechend so ein Teil. Haben Sie eine Idee, welches Volumen das Ding hat? Oder wie man auf das Volumen kommen kann? Ich habe mal gesagt, okay, G soll halt die Fläche der Grundseite sein, H soll die Höhe sein. Genau, wie sind Sie darauf gekommen? Ja. Mhm.
Ah, durch 2, okay. Ja. Das heißt, Sie haben quasi eigentlich das ganze Ding im Kopf wieder zu einem Quader gebaut. Stimmt das so? Ja? Okay, das heißt, wir nehmen uns jetzt einfach nochmal genauso ein gleiches Dreiecksprisma her. Das ist nur braun angemalt. Und beide zusammen kann ich eben wieder zusammenstecken zu einem Quader, so wie wir es gerade haben. Ja? Also ein Rechteck in dreidimensional, wenn man so will. Okay, wenn wir die beide zusammenstecken, dann sieht das ganze Ding so aus. Und jetzt können wir genau das machen, was Sie gerade gesagt haben. Ja, jetzt weiß ich ja, das Volumen vom Quader, das ist a mal b mal c. In dem Fall, wenn man die Variablen anders nennt, halt erst die untere Fläche a mal b, also 2 mal g in dem Fall, mal die Höhe h. Das entspricht also 2 mal dem Volumen des Prismas und dann haben wir das Prisma nur noch g mal h. Ja, die Formel können wir uns also schon mal merken. Die Grundfläche von diesem Dreiecksprisma mal die Höhe ergibt das Volumen. Okay. Jetzt habe ich mir einen sehr schönen Körper ausgesucht, weil ich dieses Dreieck erstmal nur genommen habe und sogar ein rechtwinkliges Dreieck. Und dadurch ging das mit dem Quader, mit dem Vergleich zum Quader. Ich mache es ein bisschen hässlicher. Wenn ich jetzt einfach ein beliebiges senkrechtes Prisma nehme, ich habe ja erstmal noch mal ganz kurz, um auf die Definition einzugehen. Ich habe ja gerade gesagt, so ein Prisma entsteht durch Parallelverschiebung von zwei von zwei N-Ecken. Ja? Ich habe nicht gesagt, dass die auch quasi senkrecht stehen müssen. Also sie können auch so ein schräges Prisma haben, aber da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Jetzt nehmen wir erstmal so ein rechtwinkliges Prisma, wo es also rechtwinklig nach oben verschoben wird und es ist irgendein N-Eck gegeben als Grundfläche. Und diese Grafik suggeriert schon, was man jetzt machen könnte. Wahrscheinlich können Sie erahnen, was die Idee ist. Genau, wenn wir das machen und dann so dreidimensional durchschneiden durch unser Teil, ja, dann haben wir rechtwinklige Dreiecksprismen, von denen wir jetzt gerade ja schon dank Ihnen die Fläche bestimmen können. So, ich mache das mal, ziehe die alle auseinander, jetzt haben wir diese ganzen Dinger und so weiter. Okay, Idee umgesetzt. Jetzt können wir von allen das einzelne Volumen bestimmen, da unsere Volumenfunktion so gemacht ist, dass wir von einem Gesamtkörper auch das Volumen bestimmen können, indem wir in den Teilkörper zerlegen. Addieren wir die ganzen Dinge alle miteinander, dann können wir das H ausklammern und dann haben wir praktischerweise genau dieselbe Formel rausgekriegt. Grundseite mal Höhe. Ein Trapez. Nein, wir... nee, das wissen wir noch nicht. Das überlegen wir uns ja gerade sozusagen. Ja? Also wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte nicht so eine Abbildung. Ich glaube, da ist irgendwas, haben Sie was falsch gesehen. Aber was wäre denn, wenn man denn ein Trapez als Grundfläche hat, sagen wir zum Beispiel ein symmetrisches Trapez, macht dann eine Parallelverschiebung und baut daraus ein Prisma, indem man das nach oben verschiebt. Kann ich dann wieder dieselbe Formel benutzen? Kann ich dann die Grundfläche, also die Fläche des Trapezes nutzen, mal die Höhe, um auf das Volumen zu kommen? Geht das oder geht das nicht? Das geht auch. Warum? Wie haben Sie es sich erklärt? Genau. Also mit anderen Worten, das ist jetzt hier nur exemplarisch, wie wir es gemacht haben. Ja, egal, welches N-Eck wir haben, wir können es immer in rechtwinklige Dreiecke aufteilen und so können wir uns quasi immer herleiten, dass diese Formel, so wie hier, nur exemplarisch ist und auch in diesen Fällen gelten würde. Okay, das heißt, das können wir schon mal einen Haken dran machen. Egal, welches Prisma wir haben, wir können immer die Grundfläche nehmen, mal die Höhe und dann haben wir das Volumen von dem Teil. Okay, reflektieren wir uns nochmal ganz kurz, was wir gemacht haben. Wir haben angefangen und haben gesagt, okay, das Volumen von so einem Quader hier ist a mal b mal c, das gleiche wie Grundseite mal Höhe, wenn man so will, wenn man jetzt eine Seite als Grundfläche definieren würde. Und da haben wir das Volumen rausgekriegt, sozusagen, indem man das Teil in diese Normkörper einteilt, indem man einfach schaut, wie in dem Bild gerade, wie viele Normkörper sind da eigentlich drin, dann zählt man die,
der Tiefe nach, der Breite nach, der Höhe nach, und dann hat man die gesamte Anzahl an Normkörpern und somit das Volumen. Das haben sie gerade so gemacht, indem sie das Teil halbiert haben. Dadurch haben wir uns überlegt, dass so ein Dreiecksprisma oder ein rechtwinkliges Dreiecksprisma auch die Formel G mal H hat. Und von einem ganz allgemeinen Prisma, egal was für ein N-Eck die Grundfläche ist, kriegen wir es auch wieder hin, weil wir können alle in Dreiecksprismen aufteilen und diese Formel benutzen und kriegen so auch raus, wie wir es gerade gemacht haben, dass diese Formel universeller ist und dass wir hier auch G mal H rechnen dürfen, um das rauszukriegen. So viel zu einer kurzen Reflexion. Die Folie ergänzt sich im Laufe der Vorlesung immer weiter, sodass Sie die Formeln irgendwann alle parat haben. Kommen wir zu einem anderen Begriff, der sehr viel weitergeholfen hat damals bei der Berechnung von Volumina von dreidimensionalen Objekten oder von Körpern. Das sogenannte Prinzip von Cavalieri. Das ist der hier, Bonaventura Cavalieri. Und er hat sich Folgendes überlegt, was Sie jetzt wahrscheinlich erstmal an die Abbildungsgeometrie erinnern wird. Ich mache es erstmal mit Ihnen im Zweidimensionalen, was er sich überlegt hat, und dann übertragen wir das gleich ins Dreidimensionale. Wir nehmen mal irgendeine Figur, in dem Fall dieses Dreieck, und irgendeine Figur, in dem Fall dieses Dreieck. Was würden Sie grob sagen? Haben die den gleichen Flächeninhalt oder haben die einen unterschiedlichen Flächeninhalt? So einfach jetzt per Augenmaß. Oder auch gerne mit der Theorie, die Sie schon parat haben im Laufe der Vorlesung. Was sagen Sie? Genau. Wir scheren einfach. Scherungen sind flächeninhaltstreu. Alles klar, kein Problem. Andererseits über die Formel können wir es uns auch überlegen. Die haben die gleiche Grundseite, so Pi mal Daumen da unten. Ja, also das hier ist gleich dem. Die Höhe ist jeweils gleich groß. Ja, also werden die auch die gleiche Fläche haben. Gehen wir mal den Weg über die Scherung. Bei so einer Scherung haben wir immer irgendeine Schergerade, zum Beispiel die hier. Und das ist eigentlich was sehr Verwandtes. Aber warum ist so eine Scherung eigentlich flächeninhaltstreu? Und das können wir uns jetzt auch auf eine andere Art und Weise an dieser Stelle erklären. Stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen jetzt dieses linke Dreieck und schneiden einen kleinen Streifen daraus, diesen kleinen grünen Streifen. Und das Gleiche machen Sie auch auf der anderen Seite. Dann wird jeder kleine Streifen ungefähr gleich lang sein. Ja? Wenn wir das jetzt nicht nur mit diesem einen machen, sondern mit vielen Streifen, ich komme sofort zu Ihnen, dann haben wir also ganz viele Streifen, die wir ineinander, ganz viele Streifen, die wir ausschneiden, und alle sind gleich lang und haben somit auch die gleiche Fläche. Wenn wir die Dinger jetzt nach und nach unendlich klein machen würden, wenn wir immer mehr Streifen nehmen würden, in die wir es zerlegen, dann würden wir auf diese Weise also auch rauskriegen, beide Dreiecke haben die gleiche Fläche. Man kann sich also hier die Flächeninhaltsgleichheit von so einer Scherung auch so vorstellen, dass wir so eine Verschiebung haben von unendlich vielen kleinen grünen Streifchen. Jetzt kommen wir gleich zum Prinzip von Cavalieri, aber erst noch Ihre Rückfrage. Also erstmal Scherachse und Schergerade ist genau das Gleiche. Ja, das ist einfach nur der gleiche Begriff für, genau. Ist immer dasselbe, genau. Okay. Und das Prinzip von Cavalieri, was ich Ihnen jetzt hier schon erstmal ein bisschen versucht habe zu veranschaulichen, sieht formuliert so aus. Wenn man zwei Figuren hat, F1 und F2, ja, zwei Figuren der Ebene und irgendeine Gerade G, die in dem Fall hier auch parallel zu den Grundseiten der beiden Figuren ist, und wenn jede Parallele zu G, also wenn diese Parallele, diese Parallele, diese Parallele und auch jede andere Parallele aus den Figuren stets zueinander gleich lange Strecken ausschneidet. Das waren hier die gleich langen grünen Streifen, haben beide Figuren denselben Flächeninhalt. Das ist anschaulich, glaube ich, kann man sich ganz gut klar machen, dass das so sein muss. Und das ist das Prinzip, was er mathematisch formuliert hat. Wir müssen trotzdem ein bisschen leiser sein da vorne. Ja? So, was passiert jetzt, wenn wir aus dem Zweidimensionalen wieder ins Dreidimensionale treten? Ich habe Ihnen mal einen kleinen Bücherstapel hier auf einer Folie mitgebracht. Und was würden Sie sagen? Welcher dieser Bücherstapel hat das größere Volumen oder hat das größte Volumen? Wenn Sie das Volumen des Gesamtstapels betrachten, welcher hat das größte Volumen?
Genau, war eine Fangfrage. Ja? Die haben genau das gleiche Volumen. Ich habe einfach nur genauso viele Bücher genommen, habe die miteinander verdreht. Okay, das war also schon sehr naheliegend. Wenn wir jetzt nicht nur irgendwie, so wie hier, 7 verschiedene Bücher haben, sondern unendlich viele, dann bleibt das natürlich auch so. Und das ist quasi diese Übertragung des Prinzips von Cavalieri in den dreidimensionalen Raum. Wir haben zwei Körper, K1 und K2 und irgendeine Ebene E. Das sieht dann so ungefähr aus. Und wenn jede parallele Ebene zu E aus beiden Körpern stets zueinander gleich große Flächen ausschneidet, haben beide Körper denselben Rauminhalt. Und für den Beweis können Sie sich das ungefähr so vorstellen, dass Sie da eine Scherung im Raum ausführen. Ja, Sie können sich das sozusagen so vorstellen, wie bei den Dreiecken, wenn Sie die scheren, so wie Sie sich das gerade vorgestellt haben und an dem Punkt oben gezupfelt haben und das rübergezogen haben, der Flächeninhalt bleibt gleich, geht das im Raum auch. Sie nehmen hier die Spitze, ziehen die so ein bisschen in die Richtung und dann kriegen Sie diesen Körper hier, ja, so im Wesentlichen. Okay, das geht also auch. Eine Scherung im Raum, also haben wir eine Flächeninhaltsgleichheit. Und dieses Prinzip von Cavalieri wird uns gleich helfen. Wenn also jede dieser einzelnen Scheiben, die man hier so rausschneidet, und auch wenn man die unendlich dünn macht, wenn die alle gleich groß sind, dann haben die Dinger das gleiche Volumen. Kommen wir mal zurück zu dem, was ich gerade schon mal ganz kurz gesagt habe. Es gibt auch schiefe Prismen. Links haben wir ein rechtwinkliges oder auch gerades Prisma genannt. Rechts haben wir ein sogenanntes Schiefprisma. Es ist jeweils das Gleiche passiert. Sie haben irgendeine Grundfigur, hier in dem Fall so ein Sechseck, das wird parallel verschoben, entweder senkrecht nach oben oder halt so ein bisschen schräg. Beides ist ein Prisma. Wir haben uns gerade schon überlegt, okay, wenn wir die Grundfläche nehmen, also die Fläche dieses Sechsecks und das mal h machen, dann haben wir von dem linken Teil das Volumen. Was würden Sie jetzt tippen? Wie kriegen Sie das Volumen von dem schiefen Prisma? Genau, das ist quasi direkt eine Anwendung dieses Prinzips von Cavalieri. Ja? Also auf jeder Schnittebene dazwischen, zwischen den Grundflächen, haben die beiden Dinger zweidimensional betrachtet die gleiche Fläche. Deswegen müssen sie auch insgesamt das gleiche Volumen haben. Und wir können also ohne Probleme die gleiche Formel wie gerade anwenden. Machen also auch Grundfläche mal Höhe, auch wenn wir ein schiefes Prisma haben. Aber Achtung! Höhe ist nicht etwa diese Länge hier, sondern Höhe ist wirklich die Höhe des Dings, also hier senkrecht runter. Gut, wir gehen so ein bisschen die grundlegenden Körper der Sekundarstufe 1 durch. Es gibt ja noch den Zylinder. Wie würden Sie einen Zylinder beschreiben? Sie dürfen direkt... Ein was? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Egal. Okay, wer beschreibt mir einen Zylinder? Wir haben einen Kreis als Grundfläche. Und die Höhe, ne? Also wenn wir so wollen, ein parallel verschobener Kreis. Der ist ja oben nochmal, oben auf dem Deckel drauf, wenn Sie so wollen. Ja, dann haben wir einen Zylinder. Also zwei parallel verschobene, gleich große Kreisflächen bilden einen Zylinder. So sieht das ganze Ding aus. Jetzt kann man sich überlegen, angenommen, Sie haben einen Zylinder, irgendeinen Zylinder gebe ich Ihnen, und ich gebe Ihnen noch einen Stapel Knete oder einen Stapel Töpferzeug, womit Sie was töpfern können. Und jetzt sollen Sie mal versuchen, ein Prisma zu bauen, das die gleiche Grundfläche und die gleiche Höhe hat. Das erfordert etwas Übung, aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass das geht. Also für jeden Zylinder mit irgendeiner Grundfläche G können wir auch einfach ein Prisma mit einer Grundfläche eines n-Ecks finden, irgendwie bauen, das genauso groß ist. Ja? Das also dieselbe Grundfläche und dieselbe Höhe hat. Das sieht dann so aus.
Ja, es muss jetzt nicht wie hier mit einem Sechseck als Grundfläche sein, es kann auch ein 17-Eck sein, was auch immer. Wichtig ist, es hat eben die gleiche Grundfläche und dieselbe Höhe. Und jetzt können wir auch hier wieder das Prinzip von Cavalieri anwenden. Jetzt können wir doch sagen, das Volumen des Zylinders ist doch genau das gleiche wie das Volumen dieses Prismas. Ja, weil wenn wir hier die gleichen Grundflächen haben, dann ist auch jede Scheibe dazwischen, jede unendlich dünne durchgeschnittene Scheibe davon, gleich groß, weil wir einfach nur parallel nach oben verschieben. Also können wir einfach direkt sagen, okay, das ist die Grundfläche mal Höhe und die kann ich für den Kreis natürlich auch konkreter angeben. Das haben wir letzte Woche gemacht. Die Grundfläche kriegen wir über Pi mal R zum Quadrat. Und dann haben wir also als Gesamtformel Pi R Quadrat mal H. Okay, jetzt haben wir noch eine etwas größere Kategorie, wo wir die Flächeninhaltsformeln kennen. Die sehen alle immer sehr, sehr ähnlich aus. Wir haben das Schiefprisma gekriegt über Vergleichen, indem wir dieses Prinzip von Cavalieri angewendet haben und auf jeder unendlich dünnen Scheibe nochmal nachgeschaut haben und uns überlegt haben, dass es gleich groß ist. Jetzt kennen wir aber auch schon die Volumenformel für den Zylinder. Haben wir auch über Vergleichen gemacht, auch mit Cavalieri, indem man einfach ein Prisma nimmt, das die gleiche Grundfläche und gleiche Höhe hat. Und haben wir hier die erste Zeile dieser Abbildung schon mal voll. Okay. Ja, es gibt noch so ein paar andere Körperchen, über die ich mit Ihnen reden möchte. Das ist die Pyramide und der Kegel. Und praktischerweise bringt uns hier auch das Prinzip von Cavalieri etwas. Cavalieri hat auch gesagt, als er dieses Prinzip aufgestellt hat, hey, das kann ich doch direkt auf Pyramiden und Kegel anwenden. Und der Satz lautet wie folgt, zwei Pyramiden oder zwei Kegel oder eine Pyramide und ein Kegel mit gleich großer Grundfläche und selber Höhe haben das gleiche Volumen. Wir wissen noch nicht, welches Volumen Kegel hat, welches Volumen eine Pyramide hat, aber wir wissen, solange die Grundfläche gleich groß ist und die Höhe gleich groß ist, haben Kegel und Pyramide oder auch zwei unterschiedliche Kegel, solange das alles gleich groß ist, dasselbe Volumen. Ja, so sieht das ganze Ding aus. Und daran kann man sich auch ganz gut erklären. Ich habe hier mal das Beispiel genommen, einen Kegel und eine Pyramide. Die liegen in irgendeiner Grundfläche E1, das ist die weiße Grundfläche. Und ich habe mal eine Schnittfläche, die parallel zu E1 ist, das ist diese orangene Fläche E2, dazwischen gelegt. Und die schneidet natürlich jetzt im Fall des Kegels einen Kreis aus und im Fall dieser Pyramide ein Rechteck aus. Beide sollen H hoch sein und diese Ebene soll von oben gesehen, diese Schnittebene soll von oben gesehen bei X liegen. Ja, also von ganz oben von H, von der Spitze runter, genau X Einheiten runter, da soll diese Ebene liegen. Und jetzt kann man sich das tatsächlich über zentrische Streckung ganz gut erklären, warum dieser Satz stimmt, den Cavalieri da aufgestellt hat. Wenn wir mal diese beiden Schnittflächen nehmen, die habe ich Q1 und Q2 genannt, das ist also hier diese stark orange gefärbte Q1 und hier die orange gefärbte Q2, dann gehen die doch für jede einzelne Figur durch zentrische Streckung hervor. Wenn Sie quasi eine zentrische Streckung jeweils von der Spitze der Figur machen, also von der Spitze des Körpers, dann können Sie ja die Grundfläche zentrisch hier oben hinstrecken. Ja, Sie kriegen also aus der Grundfläche immer diese Schnittflächen durch eine zentrische Streckung, jeweils aus den Grundflächen G1 und G2. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Jetzt müssen wir das, was wir zweidimensional wissen, ins Dreidimensionale übertragen. Was passiert, wenn ich ein Streckzentrum habe, ich habe irgendeine Figur und ich mache das Ding kleiner und hole das Teil näher ans Streckzentrum ran. Ist mein Streckfaktor dann größer als 1 oder kleiner als 1? Ja, wir haben eine zentrische Streckung. Wieder keine Kreide. Sie haben eine zentrische Streckung. Hat da doch ein bisschen. Ein kleiner Friemel. Irgendeine zentrische Streckung, haben hier irgendeine Figur, sagen wir so ein Dreieck, und das ist das Bild eines größeren Dreiecks. Ja, so Pi mal Daumen, so. Urbild, Bild.
Was können Sie in dem Fall über den Streckfaktor sagen? Der ist größer als 1. Urbild und Bild? Genau, wir verkleinern. Ja, also ist das Ding zwischen 0 und 1. Okay. Wäre das hier das Urbild und das das Bild, dann wäre es andersrum, so wie Sie gesagt haben, wo Sie wahrscheinlich auch durcheinander gekommen sind. Und genauso kann man sich das hier auch erklären. Der Streckfaktor hier ist quasi genau der Anteil, wenn ich diese Fläche zum Beispiel G2 auf Q2 verkleinere und darauf abbilde, dann habe ich natürlich genau den Anteil, den Q2 vom Streckzentrum entfernt ist, zur Strecke, die die Grundfläche zum Streckzentrum entfernt ist. Das heißt, ich habe als Streckfaktor, kann ich sogar genau angeben, x durch h. Kurze Kontrolle, x ist ja kleiner als h, also ist x Hartel tatsächlich auch eine Zahl, die zwischen 0 und 1 liegt. Ja, das wäre also hier der konkrete Streckfaktor. So, nochmal kurze Erinnerung, was passiert? Auch wieder hochgradig klausurrelevante Frage. Was passiert? Das ist so schön, wie die Köpfe so hochgehen. Ich wollte nur mal Ihre Nackenmuskeln testen. Was passiert, wenn ich so ein Ding, also sagen wir, machen wir es mal andersrum, was passiert, wenn ich das Teil größer strecke? Was passiert mit dem Flächeninhalt bei einer zentrischen Streckung? Wissen Sie das noch? Haben wir mal in der Übung gemacht. Okay, also wenn wir den Streckfaktor k haben, dann ist dieses Dreieck einfach k mal so groß, sagen Sie. Okay. Ich muss einmal nachfragen, wer widerspricht? Der Flächeninhalt, genau. Dann widersprechen Sie öffentlich. K Quadrat, genau. Ne? Da muss man noch ein bisschen unterscheiden. Für einfache Längen gilt es, alles gut, aber für Flächen, die verk-quadratfachen sich tatsächlich, das haben wir in einer Hausübungsaufgabe, nochmal reinschauen, mal gemacht. So, das heißt, das ist was wir hier berücksichtigen müssen. Wenn wir jetzt also sagen, okay, der Streckfaktor ist x durch h, ja, dann sind wir in der Situation, dass diese Grundfläche mal x durch h erstmal diese kleinere Fläche Q1 ist und für den anderen Körper ebenso. Aber eben nicht x durch h, sondern x durch h zum Quadrat. Ja, also das k-Quadrat. Das ist hier an der Stelle eine wichtige Sache. Aber die Hauptessenz, die wir daraus kriegen, wenn f von Q1, also die Fläche von diesem orangenen Kreis hier, x durch h zum Quadrat mal f von G1 ist und dieses Rechteck hier f von Q2 gleich x durch h zum Quadrat mal f von G2. Und G1 und G2 ja laut Voraussetzung des Satzes gleich groß sein sollen, ja, also dieselbe Grundfläche sein sollen, dann sind auch diese Flächen hier, der Kreis und dieses Rechteck gleich groß. Und wenn wir das haben, können wir wieder unser Prinzip von Cavalieri, wie wir es vorhin schon mal aufgeschrieben haben, anwenden. Ja, dann wissen wir also, jede Schnittebene, egal wo E2 liegt, schneidet gleich große Teile hieraus aus. Und somit lässt sich also dieses Prinzip von Cavalieri anwenden und wir haben den Satz bewiesen. Wir wissen also, wenn wir jetzt zwei beliebige Pyramiden nehmen oder zum Beispiel so einen Kegel und diese Pyramide, solange die Grundfläche gleich groß ist, die Höhe gleich groß ist, kann man sich mit Cavalieri und einer zentrischen Streckung erklären, okay, dann haben die auch dasselbe Volumen. Okay, kommen wir nochmal zur Pyramide. Vielleicht hat sich jemand gerade gefragt, warum ist das hier eigentlich eine Pyramide? Ja, wenn das doch ein Rechteck als Grundfläche hat. Denn die Ägypter haben es tatsächlich hingekriegt, dass wir bis heute ganz besondere Pyramiden immer vor Augen haben, wenn jemand Pyramide sagt. Ja, nämlich zum Beispiel diese hier, so eine typische ägyptische Pyramide. Aber ganz allgemein in der Mathematik, eine Pyramide ist erstmal nur ein Polyeder, also irgendein dreidimensionaler Körper, der von glatten Kanten begrenzt ist, dessen Grundfläche ein beliebiges Polygon ist, also ein beliebiges N-Eck ist. Es muss kein Quadrat sein, es muss nicht mal ein Rechteck sein, es kann auch ein Siebeneck sein, was auch immer.
Und wenn Sie dann oben eine Spitze haben und durch die Kanten jeweils Dreiecke da hochgehen außen als Mantelfläche, dann haben Sie eine Pyramide. Das sieht entweder so schön ägyptisch aus oder zum Beispiel so schön ägyptisch wie hier. Oder es kann halt auch so sein, eine Pyramide mit einem Fünfeck als Grundfläche. Mathematisch auch eine Pyramide. Ägypter hätten es wahrscheinlich nicht als Pyramide bezeichnet. Oder auch so, eine schiefe Pyramide. Also mathematisch achten wir wirklich nur darauf, es hat ein N-Eck als Grundfläche, es hat oben einen Punkt, die sind durch glatte Kanten außen verbunden. Diese Kanten werden automatisch Dreiecke, wenn man das so macht. Und das alles sind Pyramiden. Und ja, so eine Pyramide nennt man auch gerade Pyramide im Vergleich zu so einer schiefen Pyramide. Nach dem vorangegangenen Satz, egal welche zwei Pyramiden ich vergleiche, solange die gleiche Grundfläche und die gleiche Höhe haben, können wir schon mal festhalten, haben also eine gerade und eine schiefe Pyramide auch dasselbe Volumen. Aber wir kennen natürlich die Volumenformel noch nicht. Da will ich jetzt mit Ihnen hin. Wenn wir einfach mal eine sehr einfache Pyramide nehmen, zum Beispiel diese hier. Die hat ein Quadrat als Grundfläche. Jetzt dürfen Sie wieder in diesem ägyptischen Weltbild denken. Die hat ein Quadrat als Grundfläche. Und die Höhe ist genau halb so lang, wie das Quadrat Kantenlänge hat. Also a halbe. Haben Sie eine Idee, wie Sie davon mehrere nehmen können und die zu etwas, was Sie schon kennen, zusammenbauen können? Etwas, wovon Sie das Volumen schon bestimmen können? Nochmal? Also Sie sind schon bei der Formel, okay. Nee, aber aus welcher Figur können wir uns das ableiten? Welche Figur kennen Sie? Genau, wir nehmen Würfel, ne? Die hier ist jetzt speziell so gebaut. Wie viele brauchen Sie von den Dingern, um Würfel zu bauen? Sechs. Sechs, genau, okay. Also wir nehmen andersrum gedacht einen Würfel und zerlegen den in solche Pyramiden. Ja, dann sieht das ganze Ding so aus und wir haben in der Tat sechs verschiedene, die man da rausziehen kann. Und jetzt sind wir bei der Formel bei Ihnen, wissen also, da muss das eben ein Sechstel dieses Würfelvolumens sein. Und wenn ich das Würfelvolumen ein bisschen anders schreibe, dann lande ich hier, dann habe ich genau ein Drittel mal der Grundseite, in dem Fall mal der Höhe. Aber Achtung, das war jetzt nur eine spezielle Pyramide, nämlich eine Pyramide, die ein Quadrat als Grundfläche hat und die Höhe genauso halb so groß ist wie die Quadratkante. Ich hole noch eine andere Pyramide daher. Man könnte diesen Würfel ja auch anders zerlegen. Man könnte diesen Würfel zum Beispiel so zerlegen. Kann man sich ein bisschen schwieriger nur vorstellen. Aber wenn man den Würfel so zerlegt, dann hat man drei schiefe Pyramiden, wo alle Kantenlängen außen, also wo die Höhe a ist, die schief ist und wir wieder ein Quadrat als Grundfläche haben. Das heißt, das können wir uns wieder so ähnlich herleiten. Wir nehmen ein Drittel des Würfelvolumens, ja, dann haben wir also ein Drittel a hoch 3. Jetzt wissen wir, okay, das kann ich auch auseinanderziehen zu a Quadrat mal a. Und das ist offenbar die Grundfläche der Pyramide und die Höhe dieser Pyramide, dieser speziellen Pyramide. Aber wir kommen wieder bei derselben Formel raus. Ein Drittel mal Grundseite mal Höhe. Das Problem? Ich habe zwei spezielle Pyramiden gewählt, dadurch, dass ich diesen Würfel jetzt so zerlegt habe. Wir hätten aber gerne eine Formel für ganz beliebige Pyramiden. Und das kriegt man so hin. Also welches ist das Volumen einer recht allgemeinen Pyramide? Wir machen das mal so. Wir zerlegen so ein Dreiecksprisma. Stellen Sie sich vor, Sie können dieses Dreiecksprisma, was wir vom Anfang haben, das ist in dem Fall sogar ein rechtwinkliges Dreiecksprisma, das können Sie auch zerlegen, und zwar in drei solche Dreieckspyramiden. Also Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche, die auch noch schief sind. Jetzt kennen wir ja schon das Volumen von diesem Prisma. Wir wissen, das Prisma hat die Formel Grundfläche mal Höhe. Und so wie da dargestellt, kann man es offenbar in drei gleiche von diesen Pyramiden zerlegen. Also haben wir auch wieder ein Drittel mal Grundseite mal Höhe.
Das Tolle ist, diese Formel gilt ja jetzt automatisch für alle rechtwinkligen Dreieckspyramiden mit Höhe h. Aber es kommt noch besser. Wir hatten ja diesen Satz. Wir haben ja gesagt, wenn zwei Pyramiden dieselbe Grundfläche haben und dieselbe Höhe, haben wir uns mit Cavalieri und dieser zentrischen Streckung gerade erarbeitet, ja, dann haben sie auch dasselbe Volumen. Das heißt, ich kann diese Formel jetzt auch für solche anwenden. Und jetzt kann ich zu jeder beliebigen Pyramide, egal wie die aussieht, egal was sie für eine Grundfläche hat, auch eine Dreieckspyramide mit selber Höhe und selber Grundfläche finden, wieder dieselbe Formel anwenden. Und dann habe ich tatsächlich über diesen Satz, deswegen war der am Anfang so wichtig, alle Pyramiden mit selber Grundfläche und selber Höhe haben dasselbe Volumen, mir auch wieder herleiten, dass das sogar die allgemeine Formel ist. Also die völlig allgemeine Formel, um das Volumen einer Pyramide zu berechnen, steht hier unten ein Drittel mal die Grundseite, also die Fläche des N-Ecks, auf dem sie gebaut ist, mal die Höhe. Kommen wir nochmal zum Kegel. Wenn man Leute nach einem Kegel fragt, gut, dann denken die erstmal ans Kegeln, die Teile sehen ganz anders aus. Aus der Schule wissen sie noch, Kegel, das ist so ein Ding wie hier links, aber auch rechts, das ist ein Kegel, es gibt auch schiefe Kegel. Also so wie die Pyramide ein Polygon als Grundfläche hatte, hat der Kegel jetzt einfach einen Kreis als Grundfläche. Ansonsten ist es eine sehr ähnliche Struktur eigentlich. Man unterscheidet gerader und schiefer Kreiskegel und wir wissen auch, beide haben nach dem vorangegangenen Satz dasselbe Volumen, wenn sie dieselbe Höhe und dieselbe Grundfläche haben. Ja, also kann ich mir doch auch überlegen, wenn ich doch weiß, alle Kegel mit gleicher Grundfläche und gleicher Höhe haben dasselbe Volumen und ich weiß, eine Pyramide und ein Kegel mit selber Grundfläche und selber Höhe haben dasselbe Volumen, haben wir uns auch gerade erarbeitet, dann kann ich auch hier direkt diese Formel anwenden und das Praktische also ist, Sie müssen sich gar nicht so schrecklich viele Formeln merken. Sie sehen hier schon, die Formel ist auch wieder ein Drittel mal Grundseite mal Höhe beim Kegel, also können Sie es noch aufbröseln zu ein Drittel mal Pi mal R Quadrat wegen des Kreises mal die Höhe. Okay, soweit, so gut. Ich weiß nicht, viele Schülerinnen und Schüler machen das wahrscheinlich so und vielleicht sind auch welche von Ihnen dabei, diese ganzen Formeln einfach einzeln auswendig zu lernen. Das heißt, dann steht in der Formelsammlung zum Beispiel diese Formel, ein Drittel Grundseite Höhe für eine Pyramide und diese Formel für einen Kegel. Ja, wenn man sich natürlich dann einmal merkt, okay, ich habe eigentlich fast immer, also bei sehr vielen geometrischen Körpern, diese Formel ein Drittel Grundseite mal Höhe und ich kenne die Fläche von einem Kreis, dann kann ich es mir so natürlich viel einfacher merken. Dann ist also diese Formel immer genau dasselbe wie diese Formel der Pyramide und so weiter. Ja? Und so sollten Sie das auch für die Klausur angehen, dass eher strukturiert zu lernen, wissen, woher die Formeln herkommen und nicht blind auswendig zu lernen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich will diese Folie hier immer so ein bisschen weiterführen. Jetzt haben wir also schon ein paar mehr Figuren. Das A ist in dem Fall, weil ich das Bild aus Wikipedia geklaut habe, in dem Fall einfach nur die Verbindung vom Mittelpunkt des Kreises zur Spitze oben. Ja, also brauchen Sie für die Volumenberechnung brauchen Sie es nicht. Dankeschön. Kommen wir zu der Formel zurück. Wir haben also eine Dreieckspyramide. Wir haben eine schiefe Dreieckspyramide. Wenn die dieselbe Höhe und dieselbe Grundfläche haben, können wir uns über diesen einen Satz, den wir gerade mit der zentrischen Streckung im Raum bewiesen haben, sagen, okay, dann haben die dasselbe Volumen. Wir kriegen also die Volumenformel über Vergleichen raus. Und wir wissen auch schon, dass dieses Volumen ein Drittel mal Grundseite mal Höhe ist. Das haben wir rausgekriegt, indem wir so ein Dreiecksprisma hier aufgeteilt haben in drei Stück, gedrittelt haben und deswegen auch die Formel, wenn Sie sich quasi das hier immer plastisch merken, wie man dieses Dreiecksprisma hier doch dritteln kann und so eine Pyramide rauskriegt, dann haben Sie auch automatisch immer die Formel parat, nämlich ein Drittel mal Grundseite mal Höhe. Okay, eine ganz allgemeine Pyramide haben wir auch gesehen, mit dem gleichen Satz rausgekriegt, ja, mit diesem Prinzip von Cavalieri und einer zentrischen Streckung sehen wir, ist auch genau die gleiche Formel.
Und wir haben auch schon die Formel für einen Kegel, auch über den Satz des Cavalieri, durch Vergleichen, gleiche Grundfläche, gleiche Höhe, also wieder die gleiche Formel. Und für den Schiefen genauso einen Vergleich dazwischen. Okay. Wir haben also jetzt schon relativ viele Figuren, die man so in der Sekundarstufe 1, die einem irgendwie begegnen. Der Quader, diese Prismen, der Zylinder, Kegel, Pyramide und so weiter. Ein prominenter Körper, der fehlt noch. Und das ist der, auf dem wir leben, das ist eine Kugel. Da haben wir uns jetzt noch nicht mit beschäftigt. Also die dreidimensionale Variante des Kreises, wenn man so will. Wir haben ja zuletzt... Gibt es noch Rückfragen? Wir haben ja zuletzt mal den Kreis definiert und eine Kugel definiert man ganz ähnlich. Eine Kugel umfasst einfach alle Punkte des Raumes, die einen, also die zu einem gegebenen Mittelpunkt M denselben Abstand R haben. Dann hat man sozusagen die Kugeloberfläche definiert. Oder wenn Sie den ganzen Raum dazwischen haben wollen, dann definieren Sie es alternativ halt einen Abstand kleiner oder gleich R, um auch den Raum innerhalb der Kugel mit einzuschließen. Ja. Kommen wir mal zum Volumen der Kugel. Wie groß ist das Volumen einer ganz normalen Kugel mit Radius R? Und das Nette ist, da kann man in der Schule tatsächlich auch ein Experiment machen. Vielleicht hat das jemand gesehen. Kann sich noch jemand an so ein Experiment irgendwie erinnern, dass der Lehrer, die Lehrerin irgendwie angekommen ist und irgendwas mit irgendwelches Volumen von Körpern, mit Wasserfüllung und so weiter nachgewiesen hat? Also Sie können ja zum Beispiel, wenn Sie wirklich so räumliche Figürchen haben und da Wasser reinfüllen, dann sehen Sie ja zum Beispiel auch, dass so ein Kegel und eine Pyramide gleich viel Volumen haben, wenn Sie es einfach umfüllen, das Wasser, und es geht komplett auf. So ähnlich kann man das auch machen, wenn man ans Kugelvolumen kommen möchte. Und das Kugelvolumen will ich jetzt mit Ihnen mal experimentell, leider nicht hier vor Ort, weil, wie Sie sehen, hier gibt es nicht mal einen Wasseranschluss, aus so einem Zylinder herleiten. Und wir nehmen mal einen Zylinder der Höhe 2R und mit dem Durchmesser 2R, sprich der Zylinder selbst hat den Radius R. Die Kugel, die ich nachher anschaue, die soll auch den Radius R haben. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie füllen diesen Zylinder komplett mit Wasser. Und jetzt nehmen Sie so einen Ball her, einen Gummiball oder was, und der hat, wie gesagt, einen Radius R, diese Kugel, beziehungsweise den Durchmesser 2R. Und jetzt füllen Sie den hier ein. Was passiert, wenn Sie den da reinstecken in das Ding, was mit Wasser voll ist? Ja, das Wasser läuft aus. Wir haben dann da so eine Pfütze. Okay. Wenn Sie den Ball jetzt wieder rausnehmen, was schätzen Sie so, wie viel Wasser ist noch drin? In Prozent oder in Form eines Bruchs von dem ursprünglichen Wasser? So einfach mal eine Bauchschätzung. Voll machen bis oberhalb der Kante, Ball rein. Der Ball ist genauso hoch und genauso breit wie der Zylinder. Es fließt also Wasser raus. Wie viel ist noch drin? ¿20%, 40%, die Hälfte, ein Drittel? Okay, niemand von Ihnen will sich gerade nötigen lassen, eine Schätzung abzugeben. Sie sind sich also unsicher. Okay. Wenn man das so macht, und das wäre natürlich jetzt toll, wenn ich das hier mal machen könnte, aber ich habe leider weder die Ausrüstung dazu noch den Wasseranschluss gerade, bleibt also Wasser übrig und man sieht, wenn man zum Beispiel das Ding hier mit einer Messeinheit wenn man hier so einen Maßstab dran zeichnet oder sowas, sieht man tatsächlich, dass ein Drittel des Wasser übrig bleibt. Das heißt, was können wir daraus schließen? Die Kugel hat welches Volumen? Das ist keine Zahl, sondern in Menge des Wassers 2/3 des Wassers. Ja, wenn ein Drittel des Wassers noch drin ist nachher, hat die Kugel 2/3 Wasser verdrängt und das ist rausgeflossen. Das heißt, wenn ich das Volumen des Wassers kriegen könnte, dann könnte ich, wenn ich davon 2/3 nehme, auch das Kugelvolumen rauskriegen. Und so kann man das da machen. Das heißt, die Vermutung wäre also, das Volumen der Kugel ist 2/3 des Volumens des Zylinders, also genau das verdrängte Wasser, das Wasser, was rausgeflossen ist, was unten jetzt als Pfütze liegt. Das Volumen des Zylinders kennen wir schon. Das ist der
Das ist die Grundfläche, Pi r Quadrat, mal die Höhe. Das ist in dem Fall, weil es schlau quasi gebaut ist, 2 mal r. Davon nehmen wir 2/3 und dann kriegen wir diese Formel raus. Und das ist tatsächlich auch die Formel für das Volumen einer Kugel. 4/3 Pi mal r hoch 3. Jetzt hat man sich natürlich in der mathematischen Geschichte nicht so damit zufrieden gegeben und gesagt, okay, ja, das ist jetzt ein Experiment, aber ich will es eigentlich auch genau wissen. Kann man es nicht mathematisch genauer beweisen? Kann man nicht genauer rauskriegen, dass das diese Volumenformel ist? Und derjenige, der da den großen Antrieb geleistet hat, war Archimedes. Haben Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört, den Namen? Auch wieder einer dieser vielen Universalgelehrten der Antike. Und seine Idee bestand darin, einen Vergleichskörper zu finden. Also einen Körper zu finden, der dasselbe Volumen hat, ein sogenannter Vergleichskörper, und von dem man aber relativ einfach das Volumen berechnen kann. Er ist dann wie folgt vorgegangen, er hat erstmal nur eine Halbkugel betrachtet. Wenn ich das Volumen von einer Halbkugel berechnen kann, dann muss ich nur mal 2 nehmen, dann habe ich das Volumen von einer ganzen Kugel. Und als Vergleichskörper hat er einen Zylinder genommen mit Radius r und Höhe r, also so wie gerade auch ein Zylinder, und hat aus dem einen Kegel mit Radius r ausgeschnitten. Das wird jetzt an dieser Skizze hier etwas deutlicher. Hier ist die Halbkugel. Lassen Sie sich an den ganzen Notizen hier am Rand noch nicht verwirren davon. Und das war sein Vergleichskörper. Da hat er lange dran rumgetüftelt, natürlich. Das nimmt man ja nicht, schießt man ja nicht einfach so aus der Hüfte, die Vermutung, dass die beiden Dinger das gleiche Volumen haben. Er hat einen Zylinder genommen, das ist der Zylinder, und hat da sozusagen einen Kegel von oben ausgeschnitten, also so reingefräst, wenn man so will, in den Zylinder, sodass sie jetzt noch das Überbleibsel davon haben. Also der Körper, um den es geht, ist der hier. Dieser Zylinder und da halt so reingeschnitten, sodass man in so einen Becher ein bisschen Wasser oder sowas reinfüllen könnte. Ja, das ist der Vergleichskörper. Okay. Und dann kannte er auch schon das Prinzip von Cavalieri und hatte die Idee, ja, ich kann doch jetzt mal versuchen rauszukriegen, dass jede dieser einzelnen Flächen, also dieser Kreis hier, dieser Schnitt in der Halbkugel und dieser Ring hier in Gelb, der sich bildet, wenn ich da reinschneide, in diesen Körper, dass die die gleiche Fläche haben. Das heißt, wir schauen uns einfach auch mal genau die Schnittflächen an. Gehen wir mal zur Halbkugel. Wie können wir hier die Fläche berechnen? Von diesem gelben Kreis. Das hier ist S getauft worden, das ist also die Entfernung von der Mitte bis zum Rand der Kugel, sprich der Radius des Kreises. Dann haben wir hier die Höhe, auf der dieser Kreis hängt. Und wenn man die beiden verbindet, kriegt man natürlich den Kugelradius. R. Wenn wir also S kennen würden, dann könnten wir die Fläche dieses Kreises bestimmen. Versuchen Sie mal, S über H und R auszudrücken. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Immer schön räumlich denken, aber da bringt es auch manchmal was, wenn man sich das zweidimensional noch mal ein bisschen zurückholt. Mhm. Und was haben Sie da jetzt angewendet? Genau, den Satz des Pythagoras. Genau. Wir haben ja hier einen rechten Winkel, genau an der Stelle. Das ist noch die Legitimation dafür, dass das geht. Ich habe noch keine Wurzel gezogen. Brauchen wir tatsächlich gar nicht, weil der Radius ja praktischerweise in der Flächenformel im Quadrat vorkommt. Sonst würden wir die Wurzel ziehen und nachher wieder quadrieren, können wir uns auch sparen. Wir sehen also direkt, s² plus h² ist gleich r². Und die Fläche von diesem gelben Kreis, nenne ich mal A1, ist also Pi, R, also Pi und der Radius dieses Kreises zum Quadrat, ist also hier Pi mal S Quadrat, kann ich auch umstellen und sagen, S Quadrat, das ist doch dasselbe wie R Quadrat minus H Quadrat. Und dann komme ich hier auf diese Formel. Okay. Das bringt uns jetzt noch nicht so schrecklich viel, weil wir brauchen noch die Fläche von diesem netten Ring hier. Und jetzt kommt diese Skizzen hier ins Spiel. Das ist hier der Seitenblick, wenn Sie sich das Ding nur von der Seite gucken. Und das ist der Aufschnitt, wenn Sie von oben drauf schauen auf den Körper. Ja, damit es noch mal ein bisschen klarer ist, was da wie benannt wurde. Jetzt überlegen wir uns mal, das Ding hängt ja, die Fläche wollen wir uns auf der Höhe h anschauen. Ja, Sie gucken jetzt von der Seite drauf, wenn Sie diese Skizze hier nehmen.
Dann haben wir hier auch h. Warum ist da auch die Länge h? Also mittelfristiges Ziel, die Fläche dieses Kreisrings hier berechnen. Kurzfristiges Ziel, Frage beantworten, warum ist hier und da h? Also hier ist h, weil wir uns das auf der Höhe h anschauen, wenn man von der Seite drauf schaut. Aber warum ist quasi dieses Loch hier genau h breit, wenn es auf der Höhe h angeschaut wird? Jetzt kommt das so ein bisschen ins Spiel, dass Archimedes diesen Vergleichskörper lange konstruiert hat und schlau gewählt hat entsprechend. Schauen Sie mal, der hat quasi gesagt, ich will diesen Zylinder, der soll den Radius R haben, aber der soll auch selbst wieder den Radius hoch sein. Das heißt, Sie haben hier dieses gelbe Teil, was Teil des Körpers ist, ist ein gleichschenkliges Dreieck. Ja, und wenn Sie doch hier ein gleichschenkliges Dreieck haben, dann haben Sie hier also in dem Fall, weil es insgesamt auch ein rechtwinkliges Dreieck ist, einen Winkel von 45 Grad, da einen Winkel von 45 Grad, das ist sozusagen der Basiswinkelsatz, der da noch drin steckt. Wenn Sie hier einen Winkel von 45 Grad haben, dann haben Sie auch hier einen von 45 Grad, genauso hier einen von 45 Grad. Beide Dreiecke müssen ähnlich sein, das Dreieck muss auch gleichschenklich sein, also haben wir hier die Länge h und da die Länge h. Okay, das behalten wir soweit einmal im Hinterkopf. Beide haben die Länge h. So. Wenn wir also hier den Gesamtradius r haben und hier dieser innere weiße Kreis den Radius h hat, wie kriege ich dann die Fläche von dem Kreisring? Sie haben einen Kreis und Sie haben da drin einen kleineren Kreis. Und Sie wollen nur den äußeren Ring haben. Was machen Sie dann? Genau. Also Sie nehmen die Fläche von dem Großen und ziehen den von dem, den Sie ausgeschnitten haben, der nicht dazugehören soll, ab und dann haben Sie die Fläche von dem Kreisring. Genau. Das heißt, diese Fläche A2, das ist also dieser gelbe Ring hier nochmal, ne? Da haben wir also Pi R² minus Pi H². Und jetzt kommt das große Wunder. Ja, das ist genau das Gleiche, was wir uns gerade auch hier überlegt haben. Das stimmt also. Ja, Archimedes hat das schlau gemacht, er hat den Körper so gewählt, dass egal auf welcher Höhe wir hier sozusagen ausschneiden, sich immer die gleiche Fläche ergibt. Und jetzt konnte er das Prinzip des Cavalieri anwenden. Jetzt konnte er quasi sagen, okay, beide müssen eigentlich dasselbe Volumen haben. Also der Vergleichskörper und diese Halbkugel müssen dasselbe Volumen haben. Also können wir uns das doch jetzt herleiten. Wir können das Volumen des Zylinders berechnen, das kennen wir schon. Das ist die Grundfläche mal R, also der Höhe. In dem Fall jetzt für diesen konkreten Zylinder Pi R hoch 3, weil der so gewählt ist, dass er ja R hoch ist und einen Radius von R hat. Wir können das Volumen des Kegels berechnen, den wir ausgeschnitten haben. Das ist 1/3 Pi R hoch 3, haben wir gerade auch schon gemacht. Und wir wissen, dass diese Halbkugel nach dem Satz von Cavalieri das gleiche Volumen hat wie dieser Vergleichskörper selbst. Also diese ganze Kugel hier, diese Halbkugel, hat das gleiche Volumen wie dieser Kegel, wo der Zylinder ausgeschnitten ist. Jetzt kann ich natürlich aus dem Kegelvolumen und aus dem Zylindervolumen, wenn ich vom Zylindervolumen das Kegelvolumen abziehe, also Pi R hoch 3 minus 1/3 Pi R hoch 3 mache, kriege ich hier 2/3 Pi R hoch 3 raus. Und somit in letzter Konsequenz, wir haben ja nur eine Halbkugel berechnet, ist das Volumen von einer Kugel das doppelte Volumen der Halbkugel und wir kriegen genau die gleiche Formel raus am Ende. Wenn wir das hier mal 2 nehmen, kriegen wir genau die gleiche Formel raus, wie die, die man quasi schon experimentell in der Vermutung mit dem Wasser gerade gewonnen hat, aber so quasi mathematisch einmal komplett hergeleitet. Eine Sache fehlt noch. Wenn wir diese ganzen Pyramiden und so weiter haben, wenn wir eine Pyramide haben, wenn wir ein Prisma haben, könnte ja vielleicht auch in irgendeiner Situation die Oberfläche interessieren. Oberfläche kriegen wir natürlich, indem wir die ganzen einzelnen Figuren, die den Rand bilden,
bei der Pyramide die Dreiecke, die Grundfläche, alle miteinander addieren und davon die Fläche berechnen vorher. Bei der Kugel ist das natürlich etwas schwieriger und deswegen will ich mit Ihnen noch über die Oberfläche einer Kugel reden. Für die kriegen wir jetzt auch noch eine Formel an die Hand. Und die Idee, die da zum Ziel führen kann, ist, wenn man die Kugel aufteilt. Stellen Sie sich mal vor, dieser grüne Kreis hier ist eine Kugel. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier was ausgeschnitten. Die letzten 10 Minuten ist immer die Luft raus bei Ihnen. Schauen Sie mal, ich habe hier was ausgeschnitten. Was ist das, was ich da ausgeschnitten habe aus der Kugel? Kann man das irgendwie erkennen, was das sein soll, was das für eine Figur ist? Welche Art von Körper? Die Kanten laufen alle in einem Punkt zusammen. Eine Pyramide, genau. Eine Pyramide mit fünfeckiger Grundfläche, wenn man so will. Dann müssen Sie halt die Rundung an der Kugeloberfläche, das bisschen Rundung, was da noch ist, vernachlässigen. Stellen Sie sich das eben vor, dann können Sie da sowas wie eine Pyramide ausschneiden. Und von der Pyramide können wir schon das Volumen bestimmen. Jetzt könnte man noch auf die Idee kommen, wenn man irgendwie versucht, einen Zusammenhang zwischen diesen Pyramiden, so einer Pyramide und dem Kugelvolumen zum Beispiel herzustellen, dass man die einfach mal komplett durch solche Pyramiden approximiert, also annähert. Wir machen das also nicht nur mit einer einzigen Pyramide, sondern sie bauen unendlich viele oder erstmal eine sehr große Anzahl von Pyramiden da rein, sodass sie das Volumen durch diese ganzen Pyramidenvolumen annähern. Ja, also nicht nur eine da reinschneiden, sondern ganz, ganz viele, die sich alle so aneinander, die alle aneinander andocken. Dann gilt ja für n Pyramiden Folgendes. Wenn wir das Volumen der Kugel haben, dann, das Zeichen kennen Sie noch aus Arithmetik, und die ganzen Volumina der einzelnen Pyramiden aufaddieren. Nichts anderes soll dieses Summenzeichen hier meinen. Ja? Also wenn Sie das so machen, dann können Sie das Ganze, die einzelnen Volumina nehmen, der ganzen einzelnen Pyramiden, addieren die alle auf. Und wenn Sie dann nicht n Pyramiden haben, sondern nachher unendlich viele und das so nah wie möglich annähern, dann müssen Sie diese Einzelvolumina alle miteinander addieren und kriegen das Volumen der Kugel raus. Und das Praktische ist, das Volumen von der Pyramide kennen wir ja schon. Das ist ja Grundfläche mal ein Drittel mal die Höhe. Die Höhe ist in dem Fall der Radius der Kugel. Die Grundfläche ist GI und das ein Drittel habe ich da hingeschrieben. Und wenn ich diese Formeln alle aufaddiere, dann kann ich das ein Drittel und den Radius, weil das immer derselbe ist, auch vor die Klammer schreiben. Dann habe ich den Ausdruck hier. Und jetzt sehen Sie, warum das einen Sinn hat, warum ich hier die ganze Zeit über Volumina rede, von irgendwelchen Pyramiden und von irgendeiner Kugel. Aber eigentlich will ich ja mit Ihnen über die Oberfläche der Kugel reden. Und jetzt das, was übrig bleibt, also die Summe dieser ganzen Grundflächen der einzelnen Pyramiden GI, ja, das ist ja die Oberfläche der Kugel. Das heißt, wir haben ein Drittel mal R mal die Oberfläche der Kugel. Ja, jetzt haben wir hier das Kugelvolumen, das kennen wir schon, haben wir gerade hergeleitet, ist gleich ein Drittel R mal die Oberfläche. Also kann ich es doch umstellen, dann kann ich doch sagen, 4 Drittel Pi R hoch 3, das war das Kugelvolumen, ist gleich ein Drittel R mal die Oberfläche der Kugel. Wenn ich das umstelle, kriege ich für die Formel für die Oberfläche der Kugel 4 Pi R Quadrat raus. Also das ist die wichtige Formel für die Oberfläche einer Kugel. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben die Äquatorfläche einer Kugel. Sie nehmen also quasi das, was der Durchmesser beim Kreis ist, die Ebene, die quasi die Kugel genau durch den Mittelpunkt teilt. Ja, die hätte quasi dieser Kreis, der dann da rauskäme, dieser Äquatorkreis, wäre gerade Pi R Quadrat groß. Jetzt haben wir als Formel für die Oberfläche 4 Pi R Quadrat. Da verschätzt man sich auch leicht. Wenn man wirklich so eine Kugel hat, dass diese eine Fläche, diese Kreisfläche in der Mitte, dass ich die mal 4 nehmen muss für die Oberfläche. Ja. Gehen wir nochmal auf diese Reflexionsfolie. So haben wir die ganzen Volumina jetzt nach und nach über so verschiedene Prinzipien aus diesem Normkörper N eigentlich hergeleitet durch verschiedene Möglichkeiten. Es kam eigentlich immer eine sehr ähnliche Formel zueinander raus. Jetzt haben wir gerade die Kugel genommen und haben den Kegel, von dem wir schon das Volumen bestimmen konnten, genommen
Quatsch, haben den Zylinder genommen, von dem wir schon das Volumen bestimmen konnten, haben den Kegel genommen und haben diesen Vergleichskörper nach Archimedes daraus gebaut. Den haben wir mit Cavalieri verglichen und haben gesagt, okay, der ist doch genauso groß wie die Halbkugel. Zweimal der Vergleichskörper ist genauso groß wie eine Kugel selbst und haben daraus die Volumenformel von einer Kugel gewonnen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben die Formel, die Volumenformel von einer Pyramide genommen, haben die Kugel, so wie hier, in verschiedene Kegel eingeteilt, in verschiedene Pyramiden eingeteilt und daraus noch die Oberfläche gewonnen. Das sind also, ist also so ein Weg, wie man in der Schule typischerweise ganz so nach und nach nicht immer gehen kann, aber wie man ganz am Anfang aus den kleinsten Basics nach und nach all diese Formeln, die sie für den Unterricht brauchen, herleiten kann. Okay. Jetzt haben sie es fast geschafft. Jetzt haben wir nur noch eine Vorlesung nächste Woche. In der kommenden Präsenzübungswoche, die heute beginnt, gibt es kein Trainingsblatt an sich, das sie runterladen müssen, kein Präsenzübungsblatt, das sie runterladen müssen, sondern sie beschäftigen sich mit den Übungsleiterinnen und Übungsleitern, mit dem Klausurvorbereitungsblatt, das wir vor Weihnachten schon hochgeladen haben, sodass sie da nochmal über die Lösung reden können und auch Rückfragen dazu stellen können. Okay, bis nächste Woche. Ciao.